Die Gastromesse findet am 14. und 15. Februar im Kongresszentrum Sylt statt. Die Messe ist ausschließlich für Fachbesucher aus Gastronomie und Hotellerie vorbehalten. Tickets können unter www.sylt-gastromesse.de bestellt werden. Für bereits registrierte Besucher ist der Eintritt kostenfrei. Die Gastromesse wird von Ausstellern als Kontaktplattform genutzt. Auch viele Sylter Unternehmen präsentieren sich bei diesem Branchentreffen. Ein Sylter Unternehmen hat bei der diesjährigen Preisverleihung zum Store of the Year des Deutschen Handelsverbandes gewonnen. Das Modehaus Hellner hat sich mit Kreativität und Innovationsbereitschaft gegen die restlichen Bewerber durchgesetzt. Der Handelsverband spricht einen an und dann darf man sich bewerben. Das ist ein ziemlich großes Komitee, was dann auswählt, die Stores auswählt, die in die engere Beratung sozusagen kommen. Und dann hat man vielleicht die Chance, unter diesem Jahr über 50 Stores Store of the Year zu werden. Nach dem Umbau des Hauses im letzten Jahr hat ein neues Konzept zum Sieg geführt. Die Decken bestehen teilweise aus Schilf, an den Wänden hängen Fotos mit Meerblick und der Boden bildet Uferstege nach. Das Modehaus Hellner wurde in der Kategorie Fashion ausgezeichnet. Das schönste Haus oder schönste neue Haus im Fashion-Bereich sind wir natürlich sehr stolz drauf. Und das zeigt ja auch im Endeffekt, dass nicht nur riesengroße, sondern auch etwas kleinere Unternehmen, so wie wir es sind, die Chance haben, einmal einen Preis zu gewinnen. Wir waren natürlich sehr begeistert und haben uns gefreut und auch geehrt gefühlt, dass die ganze Anstrengung und die ganze Aufregung und das dann, ja, ich will nicht sagen ein gutes Ende genommen hat, aber ein tolles Ende mit diesem Award. Und das war schon in Berlin, als wir letzte Woche in Berlin waren, schon ein besonderer Tag auch für mich.